Heute wird's intellektuell. Na. Hey, Ella. Hey, Maxi. Na? Bist du ready fürs Rose Battle? Alter, ich war noch nie bereiter. Ich kann den Erfolg förmlich riechen. Obwohl, das könnte auch an den neuen Parfum von Nina Queer liegen. Genital Number 5. Die Brise der Möse. Okay. Aber bevor du was sagst, Anna, ich sprühe förmlich vor Energie, seit ich regelmäßig Pete's Petey trinke. Jetzt auch im Sechserpack. Bevor du komplett ausrastest, Anna, gibt es zur Stärkung vor der Show Allmanns Almon. Maxi, was los? Was soll dieses Product Placement? Ja, Digga, damit ich mit dir als Schweizer mithalten kann, muss ich mindestens jeden Tag 20 Product Placements raushauen. Ach stimmt, du bist ja Deutscher. Hey, das tut mir mega leid. Hey, mach weiter. Hey, liebe Follower, ich habe ein neues Produkt für euch, das heißt Rose Battle. Und jetzt gibt es einmalig für euch 15% mehr Mutterwitze, wenn ihr den Code MAXIISDICK Ausrufezeichen eingibt. Let's roast. Am besten grillt er sich mit der Premium-Kohle von Water Briquette. Dankeschön, herzlich willkommen, dass ihr wieder bei Roast Battle dabei seid. Dankeschön auch hier an unser tolles Live-Publikum. Und wie ihr an meinem Hemd seht, uns ist mittlerweile alles scheißegal. Ja? Wir haben auch heute wieder eine hervorragende Jury, sehr günstig auf Groupon bekommen. Er sieht aus wie Schweizer Käse, sie riecht wie einer. Idil Beider und Ala Frey sind bei uns. Ja. Komm, setz dich! Ja. Ich würde euch gern die Möglichkeit geben zu antworten, aber eure Meinung interessiert mich nicht. Aber weil ich auch Teil der Jury bin, weil ich das Ganze hier gekauft habe, ich bin der Berlusconi der deutschen Comedy, ist es so, dass wir natürlich eine Person hier vorne brauchen mit der nötigen Seriosität, dass hier dieser Wettbewerb nicht komplett aus den Fugen gerät. Einen großen Applaus für unseren Schiedsrichterin Nina Queer! Yay! Nina! Hallo! Guten Abend, meine Lieben! Dankeschön, Dankeschön! Doch ein paar erschrockene Gesichter in der ersten Reihe. Boah, ist die dick geworden. Das heißt übrigens nicht mehr dick, das heißt jetzt curvy. Ist die curvy geworden. Ich weiß, das Kleid sitzt ein bisschen eng, aber ich bin seit heute um 12 Uhr mittags hier und immer, wenn ich ein Buffet sehe, fange ich an zu stopfen. Kennt ihr das? Ich denke mir, ich raub die Schweine aus, ohne dass sie es bemerken. Aber um mich und meine Figurprobleme geht es heute gar nicht. Was dürfen wir denn heute erwarten? Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Jetzt treten zwei Comedy Award Gewinner gegeneinander an. Er hat den Swiss Comedy Award gewonnen mit köstlichem Käse. Sein Vorbild in Sachen Look ist scheinbar jeder Vater aus den 80ern. Er ist Anfang 20. Als hätte diese Show nicht schon genug Probleme, fördern wir jetzt auch noch Kinderarbeit. Eigentlich müsste er schon lange im Bett sein. Wir freuen uns auf ein ausgezeichnetes Battle. Jorik Tiede gegen Matteo Gudenrath. Es gibt drei Regeln für euch heute Abend. Ihr dürft natürlich nur selbstgeschriebene Gags auf dieser Bühne vortragen. Ihr dürft euch nicht schubsen, nicht hauen, am besten gar nicht anfassen. Und ihr werdet am Ende in Liebe wieder von dieser Bühne gehen. Alles verstanden? Wer fängt denn an? Jorik. Seid ihr bereit für das Roast Battle?
Ja, hallo zusammen, vielen Dank. Mein Name ist Jurik Tiede. Das hier ist Matteo Gudenrath. Matteo ist leider das, wonach er aussieht. Er hat einige geistige Baustellen. Er nimmt gerne Drogen hin und wieder und wieder und wieder. Aber jetzt hat er klipp und klar gesagt, dass er mit diesem Scheiß nichts mehr zu tun haben will. Und er lässt das jetzt, wo es ist. Sowas zu sagen, ist übrigens typisches Verhalten für Leute, die weiter koksen. Matteo, du siehst aus wie ein Abschreckbild für Drogen, die noch gar nicht erfunden worden sind. Ich wette, ich könnte mit der iPhone-Gesichtserkennung und einem fusseligen Frühstücksei dein Handy entsperren. Des Weiteren macht er gerne MMA, also hat viel Erfahrung im Kämpfen. Er hat mittlerweile 3 Jahre Kampferfahrung beim MMA gegen Gegner im Oktagon und 27 Jahre Kampferfahrung mit sich selbst in einem Teufelskreis. Ja, es freut mich, dass ich hier heute eine Figur von den Osterinseln roasten darf. Jorik sagt in seiner Comedy, dass seine generelle Kopfform aus keinem Winkel Sinn macht. Ich finde, sie macht schon Sinn aus dem Winkel von 9 Generationen Inzest. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde am lustigsten immer an Matteos Witzen über mein Gesicht, dass sie von Matteos Gesicht gesagt werden. Matteo, du siehst im Grunde aus wie ich, wenn ich schlechtere Entscheidungen getroffen hätte. Wir könnten aus demselben Frankenstein-Experiment gekommen sein, aber während deines Experiments waren noch irgendwie 2 Stromausfälle und ein Erdbeben. Ich schwör's dir, du siehst aus wie die Dummy-Puppe, an der angehende Supermarktdetektive lernen, wen man leise verfolgen sollte. Ja, wenn wir schon bei Supermärkten sind, Jorik hat mit 17 sein Abitur verkackt und dann eine Ausbildung bei Kick angefangen. Ja, das allein ist ja schon, da wollte einer klatschen. Nein, Kick ist berühmt für Skandale wie das Verwenden von hakenkreuzförmigen Kleiderständern oder Kinderarbeit in Bangladesch. Das waren auch die Hauptgründe, warum Jorik da angefangen hat. Aber er musste dann aufhören, er hat abgebrochen. Es gab da sehr viele Kleiderbügel und das erinnerte ihn einfach zu sehr an die Zeit im Bauch seiner Mutter. Ja, wo wir schon beim Thema Klamotten sind, Matteo, was soll das hier alles? Also du hast eine Armee, Soldatenhose, dicke Uhr, Kette. Du siehst genauso aus, wie meine Oma früher immer befürchtet hat, wie meine Freunde aussehen könnten. Es ist also wirklich, alle Klamotten, die du anziehst, beginnen auszusehen, als ob sie stinken. Es ist echt krass. Du siehst aus wie der heroinsüchtige Bruder von dieser dauergrinsenden Wallace und Gromit Knetfigur. Jorik ist hauptberuflich Comedian. Am Wochenende sammelt er für seine Familie Regenwasser in seinem Unterkiefer. Dicke Leute haben Doppelkinn. Jorik hat einfach doppelt Kinn. Mit Trisomie 23 hat man einen verformten Kopf. Jorik hat nur mit 23 einen verformten Kopf. Ja, Matteo, also ich bin der Meinung, du solltest deinen Traum als Comedian leben. Ich meine, du solltest wirklich nach Berlin ziehen. Weißt du, die Stadt, in der niemand für irgendwas verurteilt wird. Ja, hier verurteilt dich niemand für was du sagst oder denkst. Hier verurteilt dich auch niemand, wenn du Trisomie 21 mit 23 verwechselst. Es ist völlig egal. Der Typ hat übrigens auch Jura studiert. Der hat sich für Jura eingeschrieben. Ja, er wollte Gerechtigkeit stiften. Er wollte die ganzen Verbrecher da draußen einbuchten. Aber er hat dann ziemlich fix wieder aufgehört, das Gesetz zu studieren, als er gemerkt hat, dass das Gesetz ihn auch studiert. Joriks Freundin möchte keine Kinder. Also mit ihm nicht.
Nicht, weil er ein schlechter Vater wäre, sondern einfach, wenn die Kinder auch schon nur einen halb so großen Kopf hätten wie Jorik, würde nach der Geburt ihre Vagina aussehen wie ein Zelt nach einem Tornado. Nein, wirklich, dein Kopf sieht aus wie so ein Steinwerkzeug, was Affen benutzen, um Kokosnüsse zu knacken. Das ist... Aber er war als Kind gut in Mathe und seine Eltern dachten, dass er so ein Mathe-Genie wird. Vielleicht haben sie ja irgendwann so einen kleinen Stephen Hawking. Das hat sich zu Teil bewahrheitet. Der Teil mit dem Mathe-Genie blieb aus, aber der Teil mit der deformierten Sabbat- und Missgeburt, das hat geklappt. Also ich fand den klasse. Ja, Matteo, das solltet ihr alle schon gehört haben. Matteo ist Schweizer. Geht das Thema Geld wirklich ganz neu an. Ne? Also Matteo pendelt zum Beispiel zum Geldverdienen nach Deutschland und lebt in der Schweiz. Ja? Und er ist anscheinend auch extrem dumm, weil Matteo pendelt zum Geldverdienen nach Deutschland und lebt in der Schweiz. Matteo sagt an der Supermarktkasse, abrunden bitte. Jorik sieht aus, als würde er einen Amoklauf auf eine Schule planen. Aber es dann nicht durchziehen, weil er nicht weiß, wo die Schule ist. Was für ein sensationell tolles Battle. Also ich müsste euch beide nackt sehen, um mich zu entscheiden. Aber Gott sei Dank ist das nicht meine Aufgabe, sondern die der Jury. Bitte schön. Edel, was sagst du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eines der besten Roasts, die ich je gesehen habe hier. Ehrlich. Echt. Matteo, du hast super schöne Stellen drin gehabt, aber der Jurik, der hat einfach noch geiler gekontert an vielen Stellen, fand ich in diesem Augenblick. Deshalb geht mein Punkt an Jurik. Ein Pünktchen für Jurik. Gratuliere. Also ich muss sagen, ich habe selten so viele Kopfwitze gehört. Ja. Und die noch alle gut waren, ja. Ihr seht da wirklich aus wie Brüder. Ihr seht wirklich aus wie Brüder, wo die Mutter so ein mittelschweres Alkoholproblem hatte. Aber im positiven Sinne, ja? War super knapp, bin ich top. Meine Punkte kriegt Matteo. Matteo, ein Pünktli. Ich bin ein sehr dummer Mensch. Wirklich. Und Dankeschön. Dankeschön. Das stimmt wirklich. Ja. Und deswegen mit so einem Witz, der hat einfach doppelt Kinn. Da hat man mich einfach. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich meinen Punkt einfach Matteo geben. Deswegen Jorik, du warst besser! Damit gewinnt Matteo das Roast Battle, meine Lieben. Applaus. Applaus, danke schön. Du bist der Gewinner. Hört doch auf, gut zu schreien. Einer muss immer gewinnen oder verlieren. Ja. Und du 14-jähriger Knöch, davon hör auf, mir in einem Fischladen zu gucken. Weiter. Jetzt kommt ein Battle, das aussieht wie die Multikulti-Version von Die Schöne und das Biest. Dieser putzige Panda wird heute für uns zum garstigen Grizzly. Hier kommt der haarige Sohn von Buddha. Leider ist er alles andere als friedlich. Diese Künstlerin tanzt, singt und schauspielert. Sie ist wirklich talentiert. Wir fragen uns auch, warum sie bei uns zu Gast ist. Bühne frei für Lisandra Bardell und Bora. Let's roast! Wer darf denn anfangen? Lisandra. Lisandra darf anfangen. Are you ready to battle? Sprechen wir mal den Elefant im Raum an. Herzlich willkommen, Bora. Ich weiß, heutzutage ist es nicht mehr cool, sich über körperliche Defizite lustig zu machen.
Deshalb werde ich heute nicht über Boras Gesicht reden. Ey, und komm schon, als ob du wirklich Bora heißt, ja? Du heißt bestimmt Burak. Aber als du gemerkt hast, dass du fett wirst, hast du dich lieber an die Insel Bora Bora umbenannt. Komm, weil du dachtest, dass es erotischer klingt, oder? Als Burak. Das ist wie wenn so ein deutscher, verpickelter Johannes sich plötzlich Johnny nennt. Bora war mal Türke, neuerdings hat er die deutsche Staatsbürgerschaft. Er hat das clever gemacht, weil er nicht abgeschoben werden konnte. Holt euch einen Stapler. So. Lisandra Badell hat echt alles, was ich nicht habe. Außer eine Sache habe ich, die sie nicht hat. Hunger anscheinend. Lisandras Kopf sieht auch aus wie die Bürste, mit der ich mich immer unter den Brüsten schrubbe. Ja. Lisandra ist halb Kubanerin und halb Deutsche. Deswegen bezeichnet sie ihre Lippen im Gesicht auch als Latino, Tranquilo in ihrem Programm und nennt ihre Lippen unten Gelsenkirchen. Und ich möchte mich heute einsetzen, meine Damen und Herren, ja, für die Stadt Gelsenkirchen, weil da riecht es sich überall nach Fisch. Wow, Bora, Respekt. Ich wusste gar nicht, dass du weißt, wie es bei einer Frau da unten riecht. Ich meine, das Nächste, was du je an der Vagina dran warst, war die Pussy von deiner Mama. Bei deiner Geburt. Und selbst da hast du dich dann in letzter Sekunde doch lieber durch den Bauch gefressen. Wie bei Alien. Lisandra Badell, meine Damen und Herren. Und Lisandra Badell, als ich sie kennengelernt habe, hatte ich echt das Bedürfnis, sie anzubaggern, mit ihr zu schlafen. Bis ich erfahren habe, dass sie in der RTL Daily Soap Alles, was zählt, mitspielt. Da habe ich mir gedacht, nee, wer weiß, was man sich da alles einfängt. Lisandra wollte eigentlich bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitspielen, anstatt bei Alles, was zählt. Aber der Produzent von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten hat gesagt, nee, dann müssen wir das Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten nennen. Und und Lisandra hat diese wunderschönen braunen Augen, die ins TV passen, meine Damen und Herren. Die hat sie, die passen ins TV, aber auch zu ihrem OnlyFans-Kanal, der da heißt Alles, was zahlt. Ja, ich spiele bei der Daily Soap Alles, was zählt mit. Und es stimmt wirklich, da kommt jeder rein, jeder außer Bora, weil er nicht in das Format passt. Bora macht hauptsächlich Theater, vor allem, wenn es länger als 15 Minuten keine Snacks gibt. Ich meine, in Boras Mund kommt wirklich alles rein. Aber die größte Rolle, die es ihm je eingebracht hat, ist die Rolle unter seinem T-Shirt. Aber als Feministin muss ich dir sagen, Bora, ich feiere dich mega. Wirklich deine Body Positivity, ich feiere dich mega. Ist wirklich mutig von dir, dass du dich hier im Fernsehen ohne BH präsentierst. Ja, im Gegensatz zu dir bräuchte ich einen, ne? Also, Lisandra ist voll stolz drauf, dass sie an einer Schauspielschule das Vorsprechen geschafft hat. Was mich wundert, wenn man den Mund so voll hat beim Vorsprechen. Und in ihrer Vita steht unter dem Begriff Sport, Yoga und Reiten. Und Zweiteres erklärt, wie sie an eine Rolle im Fernsehen gekommen ist. Ja, Bora, du tust ja immer gern so, als hätte ich mich hochgeschlafen. Dabei bist du derjenige von uns beiden, der die Titten dafür hat. Aber ich verstehe, dass Hochschlafen für dich ein Trigger-Thema ist. Immer wenn du dich hochgeschlafen hast, gab es Tote. Ja. Bora ist Vegetarier. Junge, du bist Vegetarier, aber was isst du? Andere Vegetarier? Lisandra hat Angst vor Spinnen in ihrer Wohnung, denn sie duldet tatsächlich nur 8 Beine zu einer Gangbang-Party bei sich zu Hause. Und
Wenn Lisandra aus dem Urlaub wiederkommt, muss Lisandra immer ihre Wohnung nach Spinnen und Sauberkeit überprüfen. Ja, hättest du das mal im Urlaub mit deiner Vagina gemacht, dann würd's da nicht drin aussehen wie bei den Wollnis. Boras größte Angst ist es, dass er auf den Rücken fällt. Und niemand darf ihn umzudrehen. Und niemand ihn umdreht. Aber wirklich, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, dann möchte ich Bora in meiner Nähe haben, weil er aussieht, als ob er immer einen Snack dabei hätte. Andererseits guckt er auch immer ein bisschen so, als ob er überlegt, ob ich mit Salz und Pfeffer gut schmecken würde. Ich glaube, Rosmarin ist der Shit bei dir. Rosmarin passt. Ich habe mich oft gefragt, warum Lisandra nicht als Model arbeitet, weil sie ist ja echt hübsch. Und dann kam es mir geistesartig in den Sinn, weil sie ist der Inbegriff einer verklebten Playboy-Seite. Für einmal reicht's, aber danach will man es nicht mehr sehen. Und was ich dir aber eigentlich sagen möchte, Lisandra, ist, ich möchte dich eigentlich nur in den Arm nehmen, dir über den Kopf streicheln und einfach sagen, alles wird gut. Alles wird gut. Du, Bora, ich habe ganz vergessen, dir zu erzählen, ich habe 1998 meine lesbische Fleischhauerin geleckt auf dem LSD-Trip. Die sah genauso aus wie du. Verrat es nicht. Hey, bitte. 1998, da war ich 4. Wen schickt die Jury denn jetzt auf den Horrortrip? Nicht nach der Pointe erstmal in Therapie. Idil, was sagst du? Ey, es war schwer. Ich sag dir, warum? Weil man merkt, ihr mögt euch. Und es war auch super unter der Gürtellinie mit all dem Sexuellen. Und zwar so eklig auch teilweise. Aber ich muss sagen, nur ist Bora und ich sehen erstmal gleich aus. Und dann. Und dann kommen wir auch aus dem gleichen Dorf. Also mein Punkt geht an Bora. Ein Punkt für Bora. Also ich muss sagen, ich hatte ja lange eigentlich meinen Favoriten, aber ich mag es ja auch stumpf. Und diese Vorstellung, wie Bora auf dem Boden liegt. Lisandra, du hast mich gekriegt mit diesem Joke, deswegen mein Punkt geht an dich. Ein Punkt für Lisandra. One point for the lady. Man merkt auf jeden Fall, dass ihr beide euch mögt. Also bei dem Satz von Bora, deine Haare sehen aus wie die Bürste, mit denen ich mir unter den Titten sauber mache, wusste ich, das wird der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja. Lisandra, was ich super bei dir fand, du hast Bora immer mehr zerstört. Er hat während dieses Battles an Gewicht verloren. Ich schwör's dir, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem, ja, du warst von der Stärke eine 9, Borat war halt eine 10 in dem Fall. Deswegen. Also geht das Pünktchen an Borat und damit gewinnt er das Roast Battle. Beide waren super, euer Applaus. Dankeschön. Dankeschön. Und hier ist der Mann mit dem größten Penis der Welt. Maxi Kettbauer. Nina Queer, Dankeschön, das war Roast Battle. Danke fürs Zusehen. Aber echt krass, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Habt ihr keinen Selbstrespekt? Was ist los mit euch? Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.